Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty in einer weiteren neuen Folge. Ich knuspere mir gerade erstmal schnell einen kleinen Wegerich hier. So, nachdem wir beim letzten Mal ja eine leichte Uneinigkeit mit einem der Wölfe hatten. Ich brauche dringend einen neuen Bogen. Und da gehen wir jetzt direkt mal hier unten im Dörfchen gucken. Wir sind ja jetzt wieder zurück in Gusdovia. Irgendwann habe ich mir den Namen gemerkt. Das wird bestimmt noch ein bisschen dauern. Wenn ich mich recht entsinne, benötigen wir einen Leinenfaden. Das war das Einzige, was wir bisher noch nicht neu selber herstellen können. Was wir aber wahrscheinlich in Kürze dann können. Das sieht übrigens ein bisschen aus wie Flachs, möchte ich mal anmerken. Ich glaube, Flachs hat auch so Blüten. Wobei das hier, glaube ich, eher Mohn ist, ne? Ja, das ist definitiv Mohn. Warte mal, wo ist er denn hier? Unigrost. Ich glaube, der Unigrost, der hatte, glaube ich, das, was wir brauchen. Na, Opi, alles klar bei dir? Zeig mal her deine Wahl. Können wir eigentlich bei ihm die Zustimmung noch ein bisschen... Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die Preise dadurch besser gehen. Schönes Wetter haben wir ja auch, ne? 72 haben wir jetzt schon. Okay, mehr möchte ich nicht. Gut, wir brauchen... Nee, hat er nicht. Doch, hier Leinfaden. Genau. Alter, der ist so teuer. 95, Mann, für einen Leinfaden. Das müssen wir unbedingt selber verkaufen dann. So, Leder verkaufe ich jetzt erstmal, weil wir es gerade selber nicht brauchen. Pelze auch. Das Fleisch behalten wir natürlich. Die Haube hier, die können wir eigentlich auch mal verkaufen, ne? Die brauchen wir nicht mehr. Wir haben die Pelzhaube. Und ich glaube, wir hatten noch irgendwas, was wir selber nicht mehr brauchen. Ich weiß aber gerade nicht mehr genau was. Bei den Klamotten eigentlich noch irgendwo. Da sind die Sachen kaputt gegangen mittlerweile. Man weiß es nicht. Haben wir hier noch was zum Vertickern? Nee, ich glaube nicht, ne? Johannes, ja, könnte man theoretisch, aber nee, komm. Hier die Stöcker kann er theoretisch. Wir haben nur 11 Stöcker gesammelt. Achso, wir hatten das Lagerfeuer unterwegs gemacht. Stimmt, ja, da war ja was. Gut, geben wir auch erstmal ab. Wir haben genug in der Basis. Und dann gehen wir erstmal schnurstracks wieder dorthin. Und werden uns erstmal einen neuen Bogen herstellen. Ah, schön, die aufgehende Sonne da vorne. Und die sagenhaft schöne Musik, die auch gerade nicht spielt. Schade. Die Musik kommt leider viel zu selten, finde ich. Eigentlich könnten wir hier noch ein bisschen Schilf sammeln, ne? War das nicht hier da hinten das Schilf? Ich gehe gerade mal gucken, wie viel wir da vielleicht gerade ernten oder ernten können oder auch nicht ernten können. Hier können wir gleich nochmal ein Schlückchen trinken. Eigentlich können wir auch gleich nochmal duschen gehen hier, warte. Oh, Fische! Da sind Fische, Mann! Warte. Höre euch hier unten ganz entfernt in den Tiefen des Meeres. Liebe Fischlein, kommt doch hinaus und spielt mit mir. Okay. So, Schilf, genau, Schilf. Das ist kein Schilf. Das hat aber doch nicht nachgewachsen, sag mal. Das gibt's doch nicht. Nö, kein Schilf, nur Wasser. Da finde ich jetzt nicht in Ordnung so. Naja gut, dann sollten wir vielleicht irgendwie wegen Stroh und so dann doch mal auf Flachs gehen. Ich glaube, das ist sowieso effektiver. Ich meine, das wurde auch schon in den Kommentaren geschrieben, dass das wesentlich effektiver ist. Weil es das höchstwahrscheinlich auch einfach ist. So. Hier ist wieder der Weg. Der Weg der Erkenntnis. Der Weg der Erkenntnis, dass Flachs besser ist. So, hier haben wir auch Stein. Es gibt einfach überall Stein. Ne? Wir brauchen wirklich eine Spitzhacke. Ich glaube, in Gusdovia gibt es ja, glaube ich, auch eine Spitzhacke, die man kaufen konnte. Oder in einem der anderen Dörfer. Irgendwo hatten wir schon eine gesehen, meine ich. da müssen wir da halt mal ein paar Münzen in die Hand nehmen. Apropos, können wir eigentlich mal wieder irgendwas skillen? Nee, ne? Nee, noch nicht. Ich glaube, hier war das ja Diplomatiekenntnisse. Ja, ja, ein Diplomat ist noch in Arbeit. Vielkäufer, genau, hier. Das mit den Einkaufspreisen, das will ich auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie man das genau skillt. Wahrscheinlich, indem man handelt, nehme ich mal an. Aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht. Den hat man schon mal inspiziert, ne? Hier war nix. Nein, ja, okay, wow. Gut, dann jetzt mal zurück ins Dörfchen. Wir sind ja auch fast da. Und wenn wir Glück haben, latschen vielleicht wieder ein paar Wiesens durch die Gegend. Dann können wir denen auch mal das Fell über die Ohren ziehen.
So, da sind schon unsere Häuschen. Ah, Home Sweet Home und ein Füchschen und noch ein Füchschen, aber die lasse ich jetzt. Du beißt mir bitte auch nicht in den Arsch, ich hab dir nichts getan. Nur dem Rest deiner Familie. Okay, so kann man diesen Stein... Ach, diesen Stein kann man abbauen. Oh, diesen nicht. Diesen auch nicht. Aber man kann, hier kann man auch wieder... Nee, es ist Stein nehmen. Okay. So. Bogen. Pfeile brauchen wir eigentlich auch wieder. Der Kollege ist hier schwer beschäftigt. Ich lege mal gerade die Federn weg, die wir hier... 14 Federn haben wir noch. Wir haben wieder 45. Ja, geil. Geile Sache. Wir haben Stock, wir haben Stein. Craften. Langbogen... Würde ich gerne, der braucht auch Leder, das ist okay. Ein Rundholz und ein Leinfaden. Ein Rundholz, Digga. Was ist das für ein Bogen, bitte? Also ich meine, nehme ich gern, aber trotzdem, what the fuck. So, Truhe, hier haben wir noch, das Fleisch müssen wir noch braten. Ich pack's trotzdem erstmal hier rein, damit es hoffentlich ein wenig länger hält. So. Dann schauen wir mal. Also, Rundholz. 45 haben wir. Wir brauchen nur einen. Dann gehen wir damit gerade mal basteln. Wie viele Häuser haben wir eigentlich noch zur Verfügung, die wir bauen können? Diplomatie. Wir sind wieder fast hier ein Level höher, sehe ich gerade. Mir gerade durch so im Augenwinkel aufgefallen. 4 Gebäude können wir noch bauen. Das heißt, die Näherei wird auf jeden Fall Teil davon. So, aber erstmal hier jetzt gerade. Ich finde es cool, wie er jedes Mal aufhört zu arbeiten, wenn wir da... an der Wand rumfummeln. Und ich freue mich schon auf den neuen Bogen, den wir dann machen können. Und ich glaube, Armbrüste gibt es ja auch, ne? Warte mal. Ah, so, mein Stuhl hier anders eingestellt. Ah, wir haben einen neuen Bogen. Wunderbar. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Entschuldige bitte. Hallo? Hallo? Digga, würdest du bitte... Ich komme hier nicht weg. Ich komme nicht... Scheiße, ich komme hier nicht weg, Mann. Jetzt. Ah. Mach das nie wieder. Wo ist er hin? Ah, da unten. So, ich mache hier gerade mal das Erzähle was über mich. Ich wollte jetzt hier nochmal gucken. Zuweisung verwalten. Werkstatt. Ich habe schon wieder vergessen, wie das ging, dass man da eventuell genauer sagen kann, was jemand machen soll. Auswahl, Tab. Nee. Die sind hier beide, was da machen. Die ist am Holzfällen. Die haben beide Zustimmung 6. Genau, das Ding mit Häuser aufrüsten. Wir haben ja jetzt gerade nur die beiden. Die wohnen beide da unten in diesem schnieken Häuschen. Ich hole gerade mal unser Hämmerchen. Ich glaube, wir müssten hier noch eins haben. Hallo? Haben. So, oder auch nicht. Doch, wir haben den Hammer hier noch im Inventar. Wieso haben wir den die ganze Zeit mit rumgeschleppt? Inventar. So, den packe ich jetzt mal wieder auf die 3. 3. Und dann gucken wir mal. Reparatur, Gebäude... Aufrüsten. So, Lehmbewurf brauchen wir hierfür. Wir haben ja schon Lehm, aber ich weiß nicht genau, wie man Lehmbewurf, ob das... Ich hole einfach mal den Lehm. Ich weiß nicht genau, ob das dasselbe ist. Ich hole auch mal die Schaufel. Ja. Holzene Schaufel, die ist auch schon ziemlich durch. Ich weiß nicht, ob Lehm an sich dafür ausreicht. Oder ob man den Lehm irgendwie noch präparieren muss. Aber gucken wir mal. Wenn die Leute sich damit wohler fühlen, warum nicht? So, hier öffnen. Ton. Eine billige Ressource für einen Lehmbewurf, um Holzwände eines Hauses zu isolieren. Er kann mit einer Schaufel aus Tonlagerstätten abgetragen werden. Okay, dann wird wahrscheinlich genau das Richtige schon sein. Ich gehe nur mal kurz gucken. An der Hütte hier oben, ob wir da jetzt was machen könnten. 6-0. 8-0. Okay, wir müssen das also noch irgendwie weiterverarbeiten. Die Frage ist, wo? Muss man das hier vielleicht bauen? Ressourcen? Nee. Häuser. Ressourcen? Holzschuppen? Holzschuppen? Speicher, Landwirtschaft, Überleben? Nee. Craften. Craften. Weitere? Straße, Möbel, Zäune? Hier wird es wahrscheinlich auch nicht sein. Beleuchtung, Straße, nee. Alles nicht das Richtige. Hm. Wie genau stellt man Lehmbewurf her? Oder muss man... Nee, man muss das nicht in die Hand nehmen, ne? Da haben wir jetzt auch gerade...
doch, wir haben hier. Wir haben auch gerade nur Ton, eine billige Ressource für einen Lehmbewurf, um Holzwände eines Hauses zu isolieren. Er kann mit einer Schaufel aus Tonlagerstätten abgetragen werden, aber mehr steht dabei auch nicht. Keine Ressourcen. Der Werkstatt vielleicht? Nee, das wirkt irgendwie komisch. Ich guck trotzdem mal, hölzerne Werkzeuge, Steinwerkzeuge, das klingt alles nicht so nach dem Richtigen. Vielleicht braucht man einen Eimer oder einen Weidenkorb oder so dafür, um das verarbeiten zu können. In der Jagdhütte, schätze ich mal, werden wir da auch nicht an der richtigen Adresse sein. Vielleicht in der Scheune. Vielleicht in der Scheune. Ich glaube aber auch nicht. Tierfutter, doch hier, Lehmbewurf. Stroh und Ton. Aber es ist noch nicht freigeschaltet. Ja, toll. Technologie, wo ist denn die Scheune hier? Mehl. Wow, okay, Tierfutter, Knüppel, Lehmbewurf hier. Da unten kommt das erst. Bei Gänsehaus, Lehmbewurf. Oder kann man den jetzt schon kaufen? Ich probiere mal. Nicht genug Technologie. Okay, dann können wir uns das noch lange sparen. Schade, schade. Dann müssen wir da auf jeden Fall noch ein bisschen Pünktchen sammeln. Dann mache ich den erstmal wieder weg. Stroh, wie viel haben wir denn eigentlich noch? 163. Wie viel brauchen wir für eine Fackel? 10. 10 Stroh, dann nehmen wir die gerade mal raus. 10. So, dann machen wir uns schnell mal eine Fackel, eine neue. Was fehlt jetzt noch? Ein Stock natürlich. Haben wir hier eigentlich auch Stöcker drin? Ja, tatsächlich. Ganze 2 Stück. Wahnsinn. So, machen wir uns erstmal schnell eine neue Fackel, bevor wir wieder keine mehr haben. Okay. So, ja gut, das hat ja nicht so gut funktioniert. Dann würde ich eher gucken wegen Gebäuden. Aber vorher sollten wir erstmal Zeug ablegen, ne? Lass mal nachgucken, was können wir denn loswerden? Den Hammer brauchen wir gleich. Die Schaufel können wir ablegen. Dumm-di-dumm-di-dumm. So. Die Schaufel kommt erstmal weg. Den Bogen packe ich auch erstmal weg, inklusive der Pfeile, weil wir das gerade nicht brauchen. Den Trinkschlauch lege ich auch erstmal ab. Die Tasche lege ich auch erstmal ab. Die Axt behalte ich mal erstmal. Den Hammer brauchen wir. Steinmesser, ja, ist halt Steinmesser. Die Schuhe hier, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, ne? Weil wir die gar nicht tragen. Ich lege die mal ab. Den Rest hier Fleisch lege ich auch erstmal hier rein, damit wir genügend Platz haben. Und dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Und zimmern hier mal irgendwo was Sinnvolles hin. So, Rundholz. Wir können aktuell 30 Kilo auf jeden Fall mitnehmen. Nee, 30 können wir nicht mitnehmen. Etwas weniger, 27,5, das müsste gehen, jawohl. Wunderbar. Die Frage ist, was bauen wir und wo bauen wir es? Ich habe gelesen, dass wir die Jagdhütte eventuell umplatzieren sollten. Weil die haben einen 50 Meter Radius, genauso wie der Holzfäller. In dem dann gejagt wird. Bei dem Holzfäller halt genau das gleiche. Und wir haben ja schon gut wegrasiert. Gut, da sind noch einige Bäume. Aber eventuell wäre es besser, das woanders hinzustellen. Aber naja, ich lasse die erstmal, wo sie jetzt gerade sind, weil kostet ja auch alle Ressourcen. Daher eins nach dem anderen. Wir können ein neues, einfaches Haus bauen für 4 Personen. Okay, ja. Ressourcen, Holzschuppen haben wir schon. Lebensmittellager haben wir, Ressourcenlager haben wir. Wir haben auch die Scheune bereits. Überleben. Fischerhütte, Jagdhütte. Ja, okay, Jagdhütte haben wir auch schon. Crafting. Schmiede. Die Schmiede. Haben wir die Schmiede schon gebaut? Ich weiß gerade gar nicht. Näherei würde ich auf jeden Fall machen. Haben wir die Schmiede gebaut? Ich bin mir unsicher tatsächlich. Jagdhütte. Scheune. Werkstatt. Nee, wir haben noch keine Schmiede gebaut. Wir sollten, glaube ich, eine Schmiede bauen. Aber wir können ja auch beides machen. Überleben war es nicht. Nein, hier. So, was ich auf jeden Fall erstmal mache, jetzt ist die Näherei. Damit wir den ganzen Kack, den wir brauchen, auch selber herstellen können. Die Näherei mache ich auch mal hier direkt daneben. Also neben die Werkstatt. Wobei neben der Werkstatt wäre eigentlich die Dingens besser hier, ne? Die Schmiede dann. Dann machen wir den vielleicht hier hin, neben die Scheune. Wenn das irgendwie geht. Gehen wir so an den Weg ran vielleicht. So. Boah, das geht schon. Okay, hier würde ich gerne noch einen Weg runterziehen. Haben wir... Das machen wir... Nee, das machen wir nicht mit dem Hammer. Das machen wir einfach so, ne? Ja, hier, Straße.
So, warte. Würde halt gern so ein bisschen so geschlängelt das Ganze bauen. Warte mal, da ist das. Ich mach den Weg mal erstmal so ein bisschen hier rum. So, und dann hier noch ran. Auch wenn es an sich total unnötig ist, aber ich mach's einfach mal. Und dann quasi hier. Und hier so ein bisschen hier rüber. Und dann so hier so ran. So. Dann haben wir hier so ein Wegchen, der hier mal lang geht. Hier haben wir ja schon einen Weg dran. Hier kann man nochmal ein bisschen mehr Weg machen vielleicht. Das ist besser als ein Weg. Der war so schlecht, der tat sogar mir weh. so, Straße, warte. Der wollte gerade eben nicht so richtig. Hier, ja, so, okay. Das Haus soll... Eine Straße kann man so ja auch nicht... eine Brücke... Aua! Eine Brücke kann man so ja auch nicht machen, ne? Ich probiere mal, aber... schade. Ich möchte gerne Brücken bauen können. Das wäre so cool. Das wäre so, so cool. Okay, so, die Näherei auf jeden Fall. Und eine Taverne wäre auch geil. Das war falsch. Bauen, Crafting, Schmiede 2. Wir brauchen, okay, wir brauchen sowieso noch ein bisschen Rundholz. Machen wir einfach mal, ne? Wir brauchen die Hütten ja ohnehin. Rundholz. Nehmen wir mal, wie viel haben wir denn jetzt gerade dabei? Wir haben 3, das heißt, wir können noch 8 mitnehmen. Und ich glaube, da müsste auch noch Platz für ein weiteres Haus bleiben. Wenn wir jetzt 3 Gebäude bauen, 4 können wir bauen. Wegen Leute, ne? Wegen neuer Leute. Ihr habt ja auch nochmal geschrieben, in einem Haus können immer nur ein Männchen und ein Weibchen wohnen, beziehungsweise halt wegen Kinderkriegen und so, ne? Ich hoffe ja, dass die beiden noch eine liebevolle Nacht hinter sich bringen werden. Das wäre ganz nice. Warte mal, den wollte ich eigentlich... Ach fuck, den wollte ich ja... Ich bin doch so geil. Den wollte ich ja hier nebenpacken. Ich doppel. Naja gut, dann machen wir das halt anders. Dann packen wir den... Warte. Hier so hin. So. Boah, das ist okay. Dann haben wir den hier mehr oder weniger auch direkt nebenan. Die Taverne würde ich ehrlich gesagt eher gerne zentral halten. Also hier oder so oder hier dran direkt. Das wäre ganz nice. Okay, aber erstmal müssen wir die neuen standenden Hütten bauen. Als erstes die Näherei. Auf jeden Fall die Näherei. So, Rundholz. Ich gehe mal Rundholz holen. Ich glaube auch, das Holz, das wir jetzt gerade da haben, wird nicht reichen. Aber schauen wir mal. 32. Nehmen wir nochmal 8 raus. Ach, weißt du, warte, ich nehme ein bisschen mehr mit. So. Dann sind wir ein bisschen langsamer. Warte, da geht noch ein bisschen was. Aber dann kriegen wir das schneller durch. Nochmal 3. Geht das noch? Ja. Wow, Gott. Okay, nee, das ist ein bisschen zu langsam. Dann machen wir nochmal... Machen wir 2 weg. Dann haben wir 15. Ja, doch, das geht. Das geht. So. Dann schleichen wir da mal schnell rüber. Und dann machen wir erstmal die Näherei. Ja, wo waren jetzt die Näherei? Das ist die Näherei, okay. Die Näherei. So, gefällt mir eigentlich ganz gut, dass sie hier oben so abschließt. So, einmal hier. Hallo. Wupp, wupp, wupp. Brauchen wir hier oben auch Rundholz? Jawohl. Hier und da auch ein. Und hier noch ein. Hallo. Jawohl. Hier noch ein. Und da brauchen wir auch ein. So, dann haben wir die Rundholzdinger schon mal weg. Okay, die Holzwände. Oh, die brauchen alle nur Rundholz. Ach du Scheiße. Holzwände. Also ich meine, finde ich cool. Das ist das erste Gebäude, glaube ich, mit reinen Holzwänden, was wir hier haben. Finde ich cool, aber ist teuer. Cool, heißt, wir brauchen 18 für die Wände. Ich nehme jetzt aber erstmal nur 12 mit. So, damit wir noch laufen können. So, kann man eigentlich mit Springen das Ganze noch beschleunigen? Nee, ne? Eher schlecht als recht. Gut, dann machen wir erstmal die Wände fertig. Da oben brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal Rundholz. So. Und hier Bretter. Können wir doch Bretter können wir herstellen, ne? Okay, wir brauchen 4 Rundholz und Bretter. Bretter konnten wir, glaube ich, hier herstellen, oder? Ich meine, wir konnten hier Bretter herstellen. Brett. Jawohl, okay. Dann holen wir nochmal eine Ladung Rundholz. Wir haben eben nur noch 9. Die nehme ich jetzt mal alle mit.
4 Rundholz brauchen wir dann auf jeden Fall noch. Craften. Brett. So, ich mach mal 4 und wir gucken mal, wie viel bei rauskommt. Hätten jetzt auch 5 machen können, das wäre vielleicht sinnvoller gewesen. 2 Bretter. Okay, ich glaube, da müssen wir nochmal Holz holen gehen dann. Dann mache ich gleich nochmal einen 5. So, hier nochmal einmal. So. Dann schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Das wird schwierig werden. Naja, wir zimmern mal rein, was wir haben. So, der ist fertig. Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch... War es das schon hier? Okay. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einige Bretter. Ja, aber hier sind 2 Hälften. Oder ich habe gerade schon das Rundholz reingehauen und es nicht bemerkt. Ja, offensichtlich ist das der Fall. Okay, gut, dann lege ich den Hammer mal weg gerade. Die Axt haben wir auf der 2. Dann nieten wir hier nochmal ein paar Bäume um. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg dieses Mal. Damit wir den Bereich von der Holzfällerhütte nicht unbedingt gleich anknabbern. Gehen wir mal irgendwo hier hinten hin. So, dann nehmen wir hier die Bäumchen mal mit. So. Ah, wie eine Standfichte hier. Kannst hier mal eine Standpauke halten. So, 2. Hallo? Da hinten! So, und da lag auch noch einer. Das waren jetzt 3 oder 4. Wie viel haben wir jetzt hier? 3, okay. So. Nehmen wir so viel mit, wie wir tragen können. Das müssten ja 6 sein. Das hier sind dann 9. Oder nehmen wir noch einen mit und dann sollte das schick sein. Hoffen wir mal, die Axt hält noch durch so lange. Denke aber mal schon. So, hier 1 und 2. Ah, und durchcrouchen. So, 1 und 2. Der backt da hinten erstmal durch die Gegend. Hallöchen. So, und dann hier unten der letzte im Bunde. Wir brauchen auch unbedingt neue Axt dann mal. So, du noch und du noch. Okay, wir brauchen 6 Bretter. 3-mal, glaube ich, noch, wenn ich es gerade richtig im Kopf. Ne, bei dem einen hatten wir ein bisschen was über. Ich gehe gleich mal gucken, wie viele Bretter wir noch brauchen. Und dann stellen wir dementsprechend her. Wir brauchen auf jeden Fall 6. Ich glaube, wir brauchen 8. Eventuell. Nee. 8 nochmal 6 sind 14. 14 Bretter brauchen wir, glaube ich. Immer herstellen. 14 Bretter müssen es sein. Wir haben da noch 2 gehabt und auf der anderen beiden Seiten sind jeweils nochmal 6, also müssen es 14 sein. So, 14, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann gucken wir mal. Ui, wir sind schon über 23 Minuten. Ah komm, die Nähe rein machen wir auf jeden Fall noch fertig. Und ich hoffe, dass wir dann da auch die Leinfäden und so herstellen können. Ich weiß nur noch nicht genau, wie wir an das Leinen kommen sollen. Also entweder brauchen wir Viecher dafür, wofür wir dann wahrscheinlich irgendwie sowas wie einen eingezäunten Bereich oder so brauchen. Wir brauchen unbedingt Viecher, ne? Damit wir selber Vieh und so, ne? Dünger etc. pp. Damit wir unsere Felder auch mal vernünftig bewirtschaften können. Und das Jahr neigt sich ja auch schon wieder dem Ende langsam zu. Und ich höre da sowas, das nennt sich Steuern. Das brüllt mich schon aus der weiten Ferne an. So. Hallöchen. So, hier 2 rein. Hier die 6 rein und da die anderen 6. Und dann müssten wir es haben. Yeah! Schmiede 1 abge... Schmiede? Schmiede? Ich wollte... Ich... Oh. Ups. Das war nicht das, was ich vorhatte. Aber das war alles geplant. Amboss. Ich gucke trotzdem Eisenwerkzeuge. Oh, geil. Eiserne Waffen. Armbrust. Wo ist denn jetzt Maschinengewehr? Hä? Wie kein... Kein MG? Kein... Hier gibt es auch keine Sektion für atomare Waffen. Hä, was ist denn hier los? Ach so, wir sind ja im Mittelalter. Stimmt ja, Entschuldigung. Okay, Eisenwerkzeuge. Bauhammer aus Eisen, das klingt schon sehr lecker. Eisen brauchen wir dann logischerweise.
Wer hätte gedacht? Horseshoes, auch sehr wichtig. Eiserne Axt, die will ich auch haben. Aber Eisen haben wir momentan ja noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, wo wir es bekommen. Irgendwo auf jeden Fall. Aber, So, ich mache mal schnell heimlich Folgendes. Bevor es hier nämlich dunkel wird. Warte. Ah, so. Einmal schnell gescreenshottet. Na du, alt klar bei dir. Und dann machen wir halt in der nächsten Folge die Näherei. Verdammt. Ich dachte, wir hätten und so Stock. Achso, Stock nur. Ja, komm, da können wir hier ein bisschen aufklüppeln. Ja gut, dann bauen wir in der nächsten Folge, bauen wir dann hier die Näherei fertig. Das ist ja ein bisschen blöd gelaufen jetzt, aber naja gut. Dachte, wir bauen an der Näherei. Das war irgendwie nicht so der Fall. Naja gut. Nächste Folge, Näherei. Ich freue mich schon, die kriegen wir auch schnell fertig. Da haben wir alle da. Jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, würde ich sagen. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss.